Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge WoTLK mit Elonera. Wir sind als Heilerin im Nexus gleich unterwegs und ich habe unglaublich viele Dinge zu erzählen. Unter anderem müsste das Bild hoffentlich A in 4K aufgenommen werden und extrem scharf sein, denn mein neuer Rechner ist am Start. Und damit sollten jetzt ohne Probleme 4K-Aufnahmen, haben vorher auch schon funktioniert mit dem alten Rechner, aber mit dem Rechner sollten es um einiges nochmal in der Qualität steigen, wobei man da für euch vielleicht gar nicht den Unterschied hat, aber für mich gibt es einen großen Unterschied noch, was die Dateiengröße angeht und ein bisschen den Service verbessert. Ich bin jetzt nicht mehr so krass am Limit, hoffentlich. Im Moment fahre ich am Limit. Ich hoffe, dass kein Ruckler in dieser Aufnahme drin ist. Ich hoffe, dass der Ton und alles passt. Das ist die allererste Aufnahme, die ich... Klar, ich habe ein, zwei Testaufnahmen gemacht für 5 Minuten. Das war es allerdings auch schon. Logen, es waren nur 2 Minuten. Ich hoffe, dass es soweit alles eingestellt ist. Ich muss mal gucken... Es kann sein, dass diese Aufnahme noch ein bisschen schräg wird. In der nächsten passt es wieder. Wenn die Aufnahme absolut scheiße ist, kriegt ihr die nicht mal zu Gesicht. Aber wir müssen mal gucken. Im Nexus selber habe ich, glaube ich, jetzt keine Quest mehr. Achso, ja, hier kannst du ja nicht fliegen. Das ist ja mega doof. Also wir haben eine Gruppe Nexus. Wir haben 15.17 Uhr. Da finde ich es komischerweise, ich habe die Gruppe echt schnell gefunden. Natürlich will mal wieder keiner porten. Das heißt, die warten auf mich, bis ich porte. Mit einem Jäger zusammen, der eh schon gerade da war. Wie es halt so ist. Also. Neuer Rechner, neues Setup, bessere Qualität nochmal für euch, extra alles geholt natürlich. Und ja, jetzt geht auch, also Spiel in vollster Auflösung, die geht. Das ging vorher nicht ganz tatsächlich. Jetzt geht alles ohne Probleme in den 4K und wo ist hier da? Wrecker. Was ist denn das hier? Das ist Kiona. Oh, sehr nett. Noch begrüßt worden. So, wir haben eine Gruppe bestehen aus einem Kriegerin, Level 70, die tankt. Jetzt habe ich zu weit geklickt, glaube ich. Ein Jäger 72, dann haben wir einen Hexenmeister 72 und einen Schaman 73. So, und hoffen wir mal, dass Kriegerin jetzt gleich da ist. Wieso kommt da... Irgendwie tut sie beim Port nichts. Und ich hoffe, wie gesagt, dass jetzt kein einziger Framedrop mehr dabei ist. Wäre cool. Irgendwie kommt hier keiner an, oder? Doch, jetzt. Ah, guck mal, bei der Kriegerin hat es nicht geklappt. Die muss man gleich nochmal porten. Mit... Hier mit Fallschirm. Das Porten dauert irgendwie aus irgendeinem Grund mega lange. Ah ne, Recker ist auch schon da. Ah ne, alle da. Bis auf hier unsere Biesterin. Aber die müsste eigentlich angekommen. Angekommen. So, schreibt schon Port angekommen. Das heißt, wir können dann los. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich hoffe, wie gesagt, dass kein Framedrop dabei ist. Die Aufnahmequalität ist jetzt schon krass hochgestellt. Aber ja, mittlerweile jetzt eine RTX 3090 verbaut. Das heißt, ja. Läuft. Allerdings Problem, ich habe ungefähr, es ist ein krasser Rechner jetzt mittlerweile. Das Problem ist die Wärmeleitpaste, wo sie mir versprochen wurde, dass sie mitgeliefert wird, war natürlich nicht mit dabei. So, wir müssen schnell umbauen. Und ich kann gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, den einen oder anderen wird es nicht interessieren, dann skippt die Folge einfach, kein Problem. Achso, habe ich genug Wasser dabei? Ja, 59 immerhin. Genau, wir sind der Heal, der Schamane könnte auch heilen, aber ich habe gesagt, ich will heilen. Wir machen auch mal DD, aber ich würde jetzt tatsächlich gerne heilen, priorisieren. Mal gucken. So, Aufnahme, aber bis jetzt kein einziger Frame-Drop. Das ist so schön. Und die FPS droppen nicht mehr runter. So, ja, dann sind wir jetzt vollzählig? Ja, oder? Nee, hier, die Schamanin fehlt noch. Hat gerade noch eine Quest abgeschlossen. Die Flucht, ah, da. Sehr schön, da können wir nicht durchwaffen. So, das hier... auf mich. Auf. Ach, ein mächtiger Zauber ist aktiv, oder was? Nee. Geht ja eigentlich gar nicht. Ist der mächtigste, den wir haben. So, ich habe 2 Millionen, ich habe 2 Millionen Fenster im Moment offen, die wir die Temperatur zeigen. Also ich habe eine Wasserkühlung für die CPU bestellt. Da hieß es, die Wasser, also es wäre dementsprechend Wärmeleitpaste aufgetragen. Ist es nicht. Man kann theoretisch, oder ich mache es ja auch gerade, man kann einen PC auch ohne Wärmeleitpaste oder eine CPU ohne Wärmeleitpaste auch ganz gut kühlen. Das funktioniert alles, aber natürlich nicht so optimal. Wärmeleitpaste hat tatsächlich seine Berechtigung. Gerade wenn ihr viele grafiklastige Spiele spielt, holt euch Wärmeleitpaste. Meine ist bestellt, die kommt leider erst morgen. Und ja, ich will jetzt aber schon eine Aufnahme machen und testen. Und im Moment ist die der höchste Kern, der meistgeauslastete Kern von 15, ist bei 56 Grad. Das ist okay. Alles unter 70 Grad ist okay. Und mal gucken. Es ist jetzt auch nur World of Warcraft, was ich spiele. Grafikkarte ist bei 60 Grad. Auch alles tut die. Und das wäre eine Aufnahme in 4K. Also passt soweit. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich, wenn das alles so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Rechner selbst zusammengebaut. Gut, ich habe da Erfahrung drin. Ich habe eigentlich alle meine Rechner immer selbst zusammengebaut. Ich glaube, ich muss die Lautstärke nochmal ein bisschen hochdrehen.
Aber das wird jetzt kommen demnächst. Beziehungsweise können wir da noch gleich mal. So, muss ich mich auch kurz wieder reinfinden. Jetzt habe ich tatsächlich eine Woche lang keine Heilerin mehr gespielt. Genau, ich erinnere mich, das ganze Zeug. Ich habe alle Addons übertragen. Den Rechner habe ich jetzt 2 Tage lang geupdatet und alles Mögliche getrieben. Aber der schöne Vorteil ist, wir haben hier eine, sind tatsächlich zu leise. Wir haben eine Kriegerin, auch wenn es nur Level 70 ist, aber die Kriegerin, die macht das schon. Da sind wir 18, wir gehen mal auf 28. Wenn es gleich zu laut ist, stelle ich es wieder für euch runter. Das ist ein bisschen experimentell, sorry dafür. Normalerweise macht man sowas professionell, normalerweise vor allem. Aber ihr kennt mich. Wir testen das so, das funktioniert schon irgendwie. Nicht wahr? Man kriegt keinen Schaden. Ach, 15k Life mit Level 70. Volle Waldfee. Nicht schlecht. Das lädt immer noch auf. Das war ein Instant. Oh, jetzt kriegst du mal ein bisschen was aufs Dach. Ist noch nicht der Boss. So. Und es gibt ja noch das ein oder andere Item, was ich hier auch gerne hätte. Ich glaube, der Ring ist es. War der Puls so geplant? Ist so. Wurst. Scheinbar war der Puls so geplant. Nicht von mir. Oh, Latte. Ja, ich glaube, irgendjemand. Ich glaube, wer war denn das? Irgendjemand hat da noch zusätzlich geholt. War es die Jägerin? Der Hexenmeister? Ich weiß es nicht. Irgendeiner ist da vorgerannt. Habe ich ja gesehen. Ist aber egal. Ich kriege die schon hochgehalten. Achso, 50% Mana. Aber wir können ruhig. Schau doch mal einen Geist drauf. Los, los. Go, go. Alles gut. Ja. Ah, der Hexenmeister, das Hexenmeister-Pad da hinten geht ab. Geht steil. So, wir babbeln mal. Flash Heal Interrupt. Oh, cool. Sogar Heilung unterbrochen mit Ansage. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich kann das noch nicht zaubern. Klar kannst du. Der endet an. Ja, spam einmal große Heilung rein. Unser Hexenmeister hat da ordentlich was abgekriegt. Ah, das Hexenmeister-Patch steht auf Akro. Das ist natürlich doof. So, das reicht. Das ist der Instant. So. Wir looten schon mal. Wir haben eh nichts zu tun. Okay, dann halten wir die Gruppe nochmal hoch. So, 31. Hier, das ist der Hexenmeister. Das. Hexenmeister wird tanken. 2000 Gearscore, gar nicht schlecht. Level 72. Wir sind jetzt auch Level 72, haben 1700 Gearscore und das ist schon gar nicht so übel. Der Hexe will's wissen, oder? Ich glaube, der Krieger hat jetzt schon der Krieger hat jetzt schon keinen Bock mehr. Hätte ich übrigens auch nicht. Es ist mega scheiße, wenn das ein DD macht. Gegenüber dem Tank. Hat er oben schon gepult? Nein, oder? Ey, Gott sei Dank. Weil so weit außer Reichweite ist schon übel. So, 13% nur, aber gut, wir können uns da notfalls hinsetzen und so weiter und so fort. Aber bis jetzt kein Frame Drop. Ich bin so glücklich, ihr glaubt es gar nicht. Neuer Rechner, ich wollte eigentlich, heute Abend ist auch Stream, heute ist Mittwoch, wo ich das Ganze aufnehme. Heute Abend ist ja auch Livestream. Ja, jetzt haben wir zu wenig Mana. Ist ja auch der Livestream. So, ganz kurz hinsetzen. Und ich werde wahrscheinlich, wenn es jetzt echt gut läuft, und ich kann 2, 3 Aufnahmen jetzt dann heute machen, Gott sei Dank. Wenn es echt gut läuft, dann werden wir heute Abend, werde ich dann mit dem Rechner schon streamen. 8300 Heal, neuer Heal-Rekord übrigens gerade. Haben wir doch ein paar neue Items ja bekommen. Sehr nice. Dann kann ich heute Abend tatsächlich schon streamen. So, verbindendes Heilen. Da haben wir einen neuen Skill. 5400 verbindendes Heilen. Auch nicht viel. So, wir setzen uns nochmal hin. Ein Mana-Rack hier. Der Hexenmeister zieht sich einfach sein Mana. Schon klar. Okay, jetzt machen wir das hier, das hier. Ja. Dieser Zauber ist noch Gebet der Besserung ist schon geil. Nicht Gebet der Besserung. Doch, Gebet der Besserung heißt. Guck mal, ich kann mir mittlerweile den Namen merken, aber ich check selber nicht, dass das der richtige Name war, den ich sage. Aber der Vorteil ist, als Heilerin kommst du halt echt dazu zu looten. Das kommst als Tank kommst nicht zum Looten. 77%. Go, go. Haben wir Geist ready? Nö, aber ich habe 80%. Wir haben übrigens ein gutes Mana-Reg jetzt mittlerweile. Also, ihr seht schon, es geht gut vorwärts. Hier ist ein bisschen heilintensiver. Das Ganze stellen wir mit in die Gruppe. Auf jeden Fall sinnvoll.
Teile mehr aus, als ihr verkraften könnt. Boah, alle mit Rüstung gebufft. Cool. Ist natürlich nice. Ja, so ist auf jeden Fall vom Sound her ist es so besser. Das Problem ist, so kann ich den Sound nicht lassen, wenn ich Paladin spiele. Es ist tatsächlich krampfig, weil ich habe jetzt den Sound für euch extra hochgedreht, damit es ein bisschen im Verhältnis Stimme, Verhältnis zum Rest. Also geht das nicht? Ich konnte mich gerade nicht verbinden heilen. Warum nicht? Jetzt geht's. Außer Reichweite oder was? Wir es zu Ende. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Beim Paladin ist das zu laut, weil der Paladin hat leider ein paar andere Fähigkeiten. Wieder diese Kakledergürtel. War nicht hier was ich brauchen könnte? Füße bei... Nee, 80. 80 ist falsch. Ja, der Zauberstab. Der noch nie gedroppt ist. So, 23% Mana. Ah nee, ist nicht die Hexe. War nur mit dem Loot beschäftigt. Ah, wir haben die Gürtel sogar gewonnen. Sehr cool. Hier mittlerweile ein neues Add-on, damit mir die Minimap ein bisschen entmüllt wird. Ist ganz cool. 3200er Gebiet, der bessere ist auch nicht. Kann man lassen. Ja, also für einen Paladin ist das halt... Die Kacke ist jetzt eigentlich, ich muss bei jedem Charakter... Das wird leider global gespeichert. Das heißt, für jeden Charakter ist der Sound gleich. Ich müsste jetzt für den Paladin dann jedes Mal den Sound runterdrehen und für die Priesterin den Sound hochdrehen, was halt mega bescheuert ist. Aufgehen. Ich glaube, die Hunde sind das, die so übel reinzimmern. Gewinne ich wahrscheinlich auch. Ich gewinne immer diese blöden Schließkassetten. Nee, nicht mal. Gott sei Dank. Ich gewinne immer die Schließkassetten und ich hasse die Dinger aufmachen zu lassen, weil du erstmal einen Schurken suchen musst, der die Dinger immer aufmacht. Mega nervig. Haben wir sonst keine Buff-Klasse dabei? Nee, Schamane nicht. Stimmt, wir haben keine Buff-Klasse dabei, außer mich. Auch hübsch. Ja. Nix ein Flashy. Nix eine Erneuerung. Das müsste passen. Hexenmeisterin steht auch irgendwie mega vorne drin. Eigentlich finde ich für sehr sinnvoll, aber gut. Ah, nee, das ist der Krieger. Ah, da ist die Hexe, da ist der Krieger. Die sehen beide genau gleich aus. War Zufall übrigens, eine Random-Gruppe. Also es ist nicht irgendwie, dass das irgendwie Absicht wäre. Aber sehr schön. Es funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Oder vorgestellt habe. Ah. Temperaturen gehen auch. Auch ohne Wärmeleit passt. Ich würde jetzt allerdings tatsächlich davon abraten, jetzt irgendwelche krassen Spiele zu spielen. Weil du brauchst dann schon... Also es ist ein Unterschied von 10 Grad, 20 Grad teilweise, die das bei Hochlast ausmachen. Da gibt es interessante Berichte übrigens dazu. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Oder mal eure Erfahrungen gerne in die Kommentare schreiben. Wer von euch überhaupt ein Wärmeleit passt, spielt und wer ohne. Die meisten werden allerdings ein Standardsystem haben, da ist das Ding immer mit Wärmeleitpaste. Bei mir war es halt echt Zufall. Weil es stand zwar drin in der Beschreibung, dass Wärmeleitpaste auf der CPU-Kühlung bereits vorher aufgetragen ist. War natürlich nicht. Naja, er pullt gleich mal die halbe Instanz. Aber die Hexenmeisterin, die könnt ihr noch mal ein bisschen üben. Soll jetzt kein wirklicher krasser, also kein Vorwurf, ist auch nicht schlimm, aber tatsächlich ist Pet Control beim Hexenmeister ist einer der sehr wichtigen Punkte, die immer vernachlässigt werden und das Pet rennt halt hier einfach die Rampe runter. Ich meine, der hätte den ganzen Trupp dann pullen können, ohne Probleme, und dann stehst du da. Weil das kriege ich, glaube ich, dann nicht gegengehalten. So, mittlerweile erfahrungspunktemäßig sind wir über 85%, das heißt, wir stehen kurz vor Level 73 und ich habe ja auch schon das erste Item für Level 73, nämlich den schicken Oma hier aus Ankarhet, da waren wir auch schon drin. Und ja, läuft, würde ich sagen, läuft. Aber Krieger, Paladin zu heilen ist echt schön einfach. Klar, du musst sie auch mal ab und zu mal ein bisschen... Ab und zu werden sie mal härter gehittet. Gerade von Faster-Gegnern wie jetzt hier gerade. Aber jetzt auch nicht so krass schlimm. Instant. Das war schon einer der komplizierteren Gruppen. Ich bin begeistert, das funktioniert. Wir haben keinen Frame-Pop. Ich gucke mal die Aufnahme dann auch gleich an. Im Nachgang. Da bin ich mal sehr gespannt. Gar nicht schlecht, oder? Oh, das ist echt gar nicht schlecht. Das Blaue, was ich habe, ist nicht so krass besser. Zumindest. So, komm, wir machen mal mit Schaden. Wenn wir ein bisschen Schaden gemacht haben.
Eigentlich kannst du tatsächlich immer Schattenwort Schmerz, kannst immer draufschmeißen. Normalerweise. Ich werde es wahrscheinlich selber trotzdem wenig tun. Ich kenne mich. Bin einfach faul, was das angeht dann. Wie so ein Nahkampfhexer. Ja, ist einfach eine Faulheit. Und es kostet schon ein bisschen Mana. 630 Mana. Ich meine, für einen Heal brauchen wir... Ja, ein kurzer Heal ist raus. Eine Blitzheilung weniger. Aber er kriegt ja gar keinen Schaden. Mittlerweile auch 4000er Blitzheilung. Ist okay. Zauber macht übrigens... Oh, 1140 jetzt auch mittlerweile schon. Ja, das Buch, das haben wir bereits in unseren Händen. Da können wir Gear nehmen. Weil übrigens das schon in den Kommentaren drin stand. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt. Man drückt immer Gear. Also ist es nicht so, dass wenn ich jetzt einen Gegenstand wie den hier, den ich auch schon habe und nicht brauche, drückst du nicht passen. Klar, kannst du machen, wenn du nicht unbedingt auf Gold scharf bist. Ich bin auf Gold scharf. Auch wenn ich gerade übrigens schon 4700 Gold habe, das ist für mein episches Fliegen. Dafür haben meine anderen Charaktere jetzt keine Kohle mehr. Bin ich auf Gold scharf und es drückt jeder einfach Gear. Das ist so standardmäßig mittlerweile in World of Warcraft ist das gang und gäbe. Jeder drückt Gear, wenn er es nicht braucht. Braucht zum Verkaufen einfach. Steht auch Gear. Und du drückst auf Bedarf, wenn du es tatsächlich anziehen kannst. Machen wir ja auch. Und passen tust du eigentlich nur, wenn du in der Gilden... bei Gilden ist das was anderes. Wenn du jetzt mit der Gilde unterwegs bist beispielsweise, drückst du eigentlich eher selten Gear. Sondern drückst eigentlich, ja, eigentlich auch wirklich fast immer passen. Weil das Gold und das ganze Zeug geht dann an einen Plündermeister. Und der verkauft das ganze Zeug dann im Idealfall und gibt das Geld der Gilde. Das Gold der Gilde dann, was er bekommt. Hatte auch schon Plündermeister, im Moment nicht, muss ich dazu sagen. Hier läuft alles Tulli. Aber es gab auch schon Plündermeister, die haben sich das Zeug dann in die eigene Tasche gesteckt. Wenn das rauskommt, ist der allerdings ganz schnell ein Job los und sucht sich dann eine neue Gilde und im Idealfall einen neuen Server, weil das wird tatsächlich relativ schnell rumgetratscht natürlich auch. Aber gab's auch schon tatsächlich. Auch schon in nicht in WoTLK, aber gab's auch schon in WoW Classic tatsächlich. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber war so. Und ja. Das machst du halt einmal danach nie wieder. Beziehungsweise, wenn dann mit einer neuen Gilde. So, in Mediafer polen wir nicht hinten mit dem Arsch noch irgendwas. Und dann gucken wir mal. So, Hexe wird wahrscheinlich wegen Lebensverbrennung zu Mana wird immer wieder Leben verlieren, nehme ich mal an. Wäre für mich zumindest der plausibelste Grund. Wieso da ein bisschen getroppt wird. Können wir die spellen? Ja. Guck mal, wir können sogar das Bett spellen. Oh. Jetzt haben wir mal. Haben wir sogar mal. Okay, es sind zwei Bäume. Haben wir sogar mal was zu tun gehabt, kurz. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt meine Tasten anders gelegt habe, ich drücke Shift links für Gebiet der Besserung. Mittlere Maustaste ist für meine Erneuerung. Ich drücke immer 2 für Kreis der Heilung. Das kann ich einfach so drücken. Ist ja direkt über der W-Taste. Und so weiter und so fort. Na, das ganze grüne Zeug. Mittlerweile haben wir besseres. Und ja, so sind meine Tasten, also mittlerweile meine Tasten sinnvoll belegt. Und damit komme ich mittlerweile auch ganz gut klar, denke ich mal. Wichtig ist, inneres Feuer jetzt immer aufrecht zu halten. Das gibt 123 zusätzliche Spellpower mittlerweile. Da wir es geskillt haben, das ist ganz cool. Gab es jetzt auch erst mit dem Level 71, haben wir den, glaube ich. Doch, mit Level 71 haben wir das bekommen, dass es da erst angefangen hat, dass wir auch tatsächlich dann einen Vorteil für uns eine Zaubermacht rauskriegen. Vorher war das einfach nur Rüstung, die du bekommen hast. So, Spellen können wir auch so nebenbei ein bisschen. Das ist so zwingend erforderlich, aber warum nicht? So, sollen wir Akku ziehen, haben wir noch unser Verblassen. Bierschutz brauchst du hier nicht. Da hinten würde Hexmeister gekloppt. Gut, Hauptsache eher nicht ich. Jäger dann ein bisschen Akku. Jetzt gibt es ein Akku-Problem, oder? Hecka, nö, hat wieder Akku. Hexmeisterin quittiert den Dienst. So, wir können schon mal looten und Kräuterkunde. Haben wir doch gerade zumindest... Ah, guck mal hier, auch die Lilie kommt ja doch auch zu meinem Kräutchen raus. Was man ganz gut gebrauchen kann. Ah, hier, noch eins. Mittlerweile auch im Skill gar nicht mehr so übel. Mittlerweile eine Skill von 405, 410. 405, glaube ich. Kräuterkunde 406. Ich will euch natürlich auch nichts Falsches erzählen, nämlich. Oh, Mid-Boss ist aber... Mid-Boss ist sportlich. Hallo? Mid-Boss ist sehr sportlich. Beware.
Okay. Kann man mal machen? Muss man jetzt aber Gott sei Dank nicht die ganze Zeit machen, hoffentlich. Beware. Da müssen wir ein Stück zur Seite, sonst werden wir hochgeschleudert, dann können wir gar nichts mehr machen. Was hier mit unserem Schaman? Geht bis aufs Dach. So, aber alles unter Kontrolle. Da haben wir nochmal eine große Heilung raus. Haben noch 23% Mana, alles fully. Boah, aber mit Boss. Ist immer so eine Nummer. Das war drin, nein. Hauswaffe war drin, Schildtank. Können wir auch nichts mit anfangen. Ah, wir haben das grüne Ding zumindest gewonnen. Oh, 12 Gold. Holla, die Wallfee. Du kriegst dann auch durch die Instanzen, kriegst du auch ganz gut Kohle zusammen. Und wir sind jetzt bei 90%. Wir haben immer noch nach wie vor Doppel-Erfahrungspunkte. Das ist der schöne Vorteil, wenn man weniger spielt, jetzt die Charaktere, so wie ich jetzt, dass du tatsächlich ganz gut Kohle kriegst. Das läuft und lohnt sich. Soll der nicht auch heute rumstehen? Scheint nicht. Hier vor dem Boss brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Nicht genug Mana. Hier nicht genug Mana, nicht in Reichweite. So, ganz kurz. Einmal setzen. Aber bis jetzt kein einziger Frame-Drop, keine FPS-Einbrüche mehr. Ey, ich bin glücklich. Und dabei habe ich schon, die Leistung ist gerade schon recht hoch. Es geht noch höher, aber wenn ich sie ganz hoch, also ich kann nicht in der maximalsten Leistung, die geht. Ist für euch relativ irrelevant. Es ist nur, also man braucht schon sehr, sehr gute Augen und einen 2-Meter-Fernseher, dass man dann dementsprechend die Qualität irgendwie bemängeln könnte, denke ich mal. Für euch relativ irrelevant, für mich eigentlich ganz interessant, weil ich mich mit dem Thema natürlich auch beschäftige, Qualität hochhalten will und so weiter und so fort. Und natürlich auch euch das Beste bieten möchte. So ist es. Und ja. Es geht noch ein bisschen besser, aber das schafft tatsächlich nie mal eine 3090. Ja. Mit einem i9-Prozessor. Da ist tatsächlich dann Schicht im Schacht. Aber bis jetzt läuft ganz gut. Zumindest, wenn ihr die Aufnahme irgendwann mal live seht. Wenn ihr die Aufnahme nicht seht, habe ich sie gelöscht, weil sie nicht weil entweder der Ton weg war oder irgendwas anderes passiert ist. Aber so wie ich sehe, ist alles gut. Bitte nicht noch den Boss mitpullen. Bewahren? Ja. Warum? Darin liegt keine Wahrheit. Nein, nein. Haben wir auch gar keine Zeit, oder? So, du musst halt immer wieder hüpfen zwischendrin. Das habe ich jetzt verstanden. Kann ich auch vor und zurücklaufen, ja, oder? Hüpfen ist immer. Ich finde, Hüpfen dauert länger wie das Laufen. Geht der ja schon wieder aufs Dach. Und wieso erwische ich dauernd den blöden Schamanen nicht mit meiner. Ach so, weil ich Kreis der Heilung von nach vorne anwende. Ah, cool, mich hat der Schwanzfeger erwischt. Tötet mich! Oder ich schwöre bei der Drachenkönigin, ihr erblickt das Licht nie wieder. Wieso kriegt die Hexenmeisterin so krass aufs Dach? Jedes Mal. Dolch. Der Ring wäre cool gewesen. Ah, guck mal, Froststoff ist noch drin für mich. Tempo wäre noch Angriffskraft, können wir jetzt herzlich wenig damit anfangen. Wäre jetzt für einen Schurken vielleicht gar nicht schlecht. Aber ja. Braucht jemand den Dolch? In absoluter angeschrienen Bruchbuchstaben. Nö. Oh. Wo war denn den hier? Ist das nicht der Ausgang? Das ist der Ausgang, war Zufall. Oh, Krieger ist noch da. Stimmt, den haben wir nicht gemacht. Ich wünsche einen guten Loot fürs. Denke aber, ich muss die aufhören. Wir sind fertig mit der Instanz. Danke und schönen Tag noch. Und mitkämpfen können sie wenigstens noch, oder? Stille. Gut, wir sind selber von Still betroffen, deswegen können wir die Magie nicht reinigen. Aber mittlerweile, Hilgir, klar, wir haben ja durch die Schneiderei hier einiges bekommen. Was Hilgir angeht, ich glaube, ich stehe mittlerweile ganz gut da. Also, klar, Krieger, Paladin heizt auch sehr easy hoch, muss ich sagen. Ja, passt. Ja, wir können uns eigentlich auch raus teleportieren, denn ich muss ja nicht großartig weiter was machen. Wir sind jetzt bei 93%, das ist nicht schlecht. Sind bei 24 Minuten, was die Aufnahme angeht. Ich habe übrigens, normalerweise gucke ich immer da in die Richtung, weil da meine Aufnahme ist. Ich habe ein bisschen getauscht, aber es ist noch nicht alles richtig eingestellt.
Das heißt, wir haben noch ein paar Minütchen. Die Frage ist, was wir machen. Bibi. Wollt ihr noch was laufen? Gerne. Aber wenn wir schon mal eine Kriegerin haben. Ich würde noch mal einen Stunt laufen. Oh, vielleicht machen wir noch einen Stunt im Anschluss. Was brauchen wir denn? Das schwebt euch vor. Mir eigentlich egal. Wir können auch gerne noch mal Burg und Garten. Wir können noch mal Burg gehen. Mir ist egal was. Soll hier unsere... Wo ist denn hier? Die Kriegerin zum Anführer befördern. So, mir ist egal, sucht was aus. Mir ist tatsächlich egal. Ich würde auch noch mal Burg gehen, weil halt er da durchtroppen könnte. Der zweimal gedroppt ist, mir zweimal weggewürfelt worden ist. Danach ist er nie wieder gedroppt. Waren vier, fünfmal da drin. Vielleicht Azol? Azol Nob? Gerne. Gerne. Azol Nob bin ich jetzt leider, habe ich aber wegteleportiert. Aber die beiden sind da. Ah, okay, wir gehen noch Azol Nob. Das wird eine lange Folge. Mal kein kleiner Test, wie groß die Aufnahme wird, weil ich habe die Befürchtung. Nicht wundern, es könnte sein, dass es jetzt ruckelt. Ich gucke mal kurz den Zwischenstand, wie groß die Aufnahme wird, weil ich ein bisschen da was auch geändert habe. Die Aufnahme wird, glaube ich, recht groß. Ah, das siehst... Ah, okay, du siehst es noch nicht. Du siehst es erst, wenn die Aufnahme beendet. Manche Leute... Okay, die Hexenmeisterin wollte keinen. Weil die war eben... Ja, ein bisschen seltsam. Die möchte auf jeden Fall nicht... Was hat sie deutlichst ausgedrückt? Gut, wir können das hier verkaufen. Wir haben Froststoff, wir haben massenweise Froststoffballen. Wir können das hier schon mal loswerden. Das ganze Zeug können wir eigentlich auch direkt verkaufen. Bringt alles wieder Kohle rein. Was natürlich sehr gut ist, weil, klar, ich habe jetzt genug. Ich habe 4700 Gold. Wir können uns episches Fliegen leisten, allen drum und dran. Das ist super. Aber danach bin ich eigentlich tatsächlich pleite und das auf allen Charakteren. Und wir gucken jetzt mal, dass wir Azol Nob noch was finden. Wir haben Heiler, wir haben Tank, wir müssen eigentlich nur die Ds finden. Das sollte recht easy sein. Und ich teste für euch mal die Pause-Funktion. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich springe einfach, also ich mache Pause. Danach geht's weiter in Azol Nob für euch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben die Gruppe voll. Ich bin kurz davor, ja, zu porten. Denn wir haben zwar zwei Leute am Port stehen, aber der eine ist gerade aufs Klo gegangen. Und irgendwie porten die nicht. Das heißt, es liegt wieder an mir zu porten. Unglaublich. Eine Instanz, wo man nicht porten muss. Wäre echt gutti. So, ihn hier. Bitte ja draufklicken. Er ist die Jägerin. Ah, der Krieger, jetzt ist der Krieger wieder da. Super. Ah, es ist, ja. Es ist komisch. Es ist komisch, aber was willst du machen? Hauptsache, wir kriegen die Gruppe ja voll und können porten. Ja, guck mal, der Krieger hat übrigens hier noch Sonnenbrunnen-Bateau-Item, oder? Nee, das Schild. Ist das nicht Sonnenbrunnen-Bateau? Nee, das ist... Ah, das ist ein anderes. 159er. Aber der Metzler, das ist... Ah, hier. Abhärtung. PvP-Chow oder sowas wahrscheinlich. Never mind. So, hey ho, let's go. Wir werden Level 73. Das Geile ist mit Level 73. Aber haben wir hier eine Quest. Wir haben schon einen Umhang mit Level 73. Wir haben... Alle da, ja. Und... Wir können mit Schneiderei, ich kann es euch ganz kurz mal zeigen, können wir bereits sowas hier erstellen, nämlich auch Armschienen und so weiter in blauer Qualität, was natürlich sehr, sehr cool ist. Das heißt, alles putti, wenn wir jetzt Level 73 werden, dann kann ich meinen Charakter noch ein bisschen ausbauen. Das macht natürlich Laune. Doppelte Erfahrungspunkte haben wir auch danach noch ganz viel. Alles soweit super. So, dann gucken wir mal, dass wir durchgeheilt kriegen. Wir haben leider wieder jetzt keinen Mage dabei, das heißt, Kekse fallen leider weg. Und wir müssen uns so behelfen. Auch noch mein Loot. Und dann gucken wir einfach mal, wie es auch mana-technisch läuft. Aber eigentlich mittlerweile habe ich sehr viel Willenskraft. Eigentlich ganz okay. Denn wir können uns auch hier einmal kurz nebenbei noch setzen. Bis er hier aufs Dach kriegt. Bis er richtig aufs Dach kriegt. Und dann so machen. So. Er aufs Dach. Mann, weil hier ist es nicht, wann meistens. So. Mana damit voll. Ah, Tigerlilie. Cool. Können wir abbauen? Weiß nicht, ob jemand Kräuterkunde ist. Aber wenn wir die jetzt nicht abbauen können. Ganz ehrlich, wegen einem Graut ist es jetzt auch nicht so schlimm. So, ich hoffe, er wartet und pullt nicht. Den Fehler habe ja ich gemacht. Und es war definitiv ein Fehler. Du sollst hier am besten warten. Und dann die rankommen lassen und nicht pullen. Weil es kann ja sein, dass da beide Gruppen kommen. Wobei ich es nach wie vor für Zufall halte, was da kommt. Na guck mal, jetzt ist erst der Boss. Peace.
Gut, aber er hält bis sowas aus. Es waren zwei Flash-Hits ineinander. Cool. Wir werden belagert. Ah, der hat noch Schwert. Schwärmt aus und bringt mir die Leichen. Hat er jetzt gespottet? Ah, es war die richtige Gruppe. Jetzt mal eine große Heilung. Binden heilen. Und der Akku. Weg von mir. Ich bin lieb und nett und unschuldig. Lass mich in Ruhe. Ein Junge brauchte das Geld. Ja, die hauen teilweise ganz schön rein, weil es halt auch wieder Caster sind. Gegen die Caster machst du halt mit deinem Schild wenig. Aber sonst, der hat ganz gutes Gear. Auch wenn du ein 1600 Gear-Score, aber das ist halt noch episches Gear. Das darfst du nicht ganz so genannt vergleichen. Zwischen, es gibt tatsächlich noch einen Unterschied zwischen eben, wenn du blaues Gear und episches anhast oder auch legendäres. Wobei das dann schon eher ganz speziell ist, aber wir erinnern uns an Thunderfury, was du sehr lange getragen hast, einfach auch. Ja. Hallo? Ich brauche mehr Mana. Oh. Da heilen wir uns so mit hoch. Olli, Wald. Also die letzte Gruppe, die hat jetzt aber reingezwiebelt. Hat sogar einen Mana dran gebraucht. Gut, ich habe noch 45 Stück. Oder jetzt 44 Stück. Und wir haben notfalls auch Schattengeister. Das hätten wir jetzt zu lang gedauert tatsächlich. So, Eier sind zerstört. Ach, guck mal, aber der Krieger muss man... Respekt, lässt mich trinken. So, hey ho, let's go. Hier heilen wir im Idealfall so wenig wie geht. Dies ist das Reich der Geißel. Nur den Toten wird Einlass gewährt. So, ist die Frage Blitzheilung oder sowas wie Erneuerung draufschmeißen? Er kriegt auf jeden Fall eine Erneuerung. Essenszeit, meine Kleinen. Eigentlich sowas wie Gebet der Besserung. Die gewechselt, ja, wir haben wenig Akku. Okay, hohe Bedrohung, weil sie Blitzheilung eingeprügelt hat. Platz. Dolch ist drin. Ausdauer W. Was ist das für ein Dolch? Ohne irgendwelche anderen Werte. Okay. Wir bräuchten hier übrigens Items. Und zwar nicht beim ersten Boss. Das sind die Schuhe, die habe ich rausgenommen. Der Stab wäre super. Das würde uns tatsächlich vorwärts bringen. Und die Teile wäre jetzt was für DD-Equipment. Aber der Stab wäre cool, wenn der Stab droppt. Den hätte ich gerne. Und meine Chancen bei einem Paladin, einer Jäger und... Oh, meine Chancen sind sehr gut. Also wenn da einer Bedarf macht, dann lief ich aber die Gruppe und zwar sofort. Das Tor wurde durchbrochen. So, da unten ist schon Hartronox. Muss ich um diese Eindringlinge kümmern. Der Kampf da unten ist immer ganz cool. So, der hat es auch richtig gemacht. Nicht unten sich reingestellt, wo die ganzen Ads kommen, sondern oben. Einzelne Pullen allen drum und dran. Ich hasse Spinnen übrigens nach wie vor. Aber irgendwie steht Blizzard auf Spinnen oder allgemein alle Spiele stehen irgendwie auf Spinnen. Aber der wurde ja nicht mal gehittet hier. Jetzt ist er gehittet worden, aber ganz, ganz, ganz knapp. Oder nee, ist ausgelaufen wahrscheinlich sogar Gebet der Besserung. Aber der Krieger macht das gut. Also da, Respekt. Da unten. So, je weniger ich hier übrigens heile, desto besser für mich, weil desto weniger... Ja, genau das. Desto weniger Akku habe ich, produziere ich. Klar, ein bisschen Akku produziere ich immer, weil ich eben doch schon... Er muss halt irgendwie gegenheilen. Aber der Paladin mit seiner Weihe hält das dann ganz gut von mir weg. Dann kriegt er natürlich auch gerne eine Heilung von mir. Ich hole ich. So, und sind die tot, läuft Hardrunox einfach hoch und lässt den ganzen Mister, der da runterstürmt, weg von ihm. Das wollte ich nicht. Das da wollte ich drücken. So, da kommt Hadronox. Und dann gucken wir mal, vielleicht droppt der den Stab. Das hier könnte automatisch wieder zugehen. Das wäre noch cool. Aber das musst du jedes Mal wieder schließen. Aber nach wie vor, Aufnahme ruckelt nicht. Ich bin unglaublich glücklich. Ihr glaubt gar nicht, was mir für ein Stein von Herz fällt, dass das jetzt mit dem neuen Rechner alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Auslastung bei 25% nur. Das. Grafikkarte. Gut, der Video-Encoder ist bei 99%, aber das ist so. Wenn du 4K aufnimmst, muss er auch irgendwo herkommen. So, wir sind bei 100% Mana. Gut, hier passiert auch nicht viel. Er wartet auch ab, bis alle tot sind.
Finde ich eine legitime Taktik. Im NHC kannst du, haben wir ja gesehen, kannst du 100 kloppen, wenn der Damage stimmt. Auch wenn die Gegner da sind, dass er tatsächlich sich nicht wieder voll hochheilt. Im HC schaffst du das, glaube ich, nicht. Da heilt er sich einfach zu krass hoch. Weil er kriegt schon hier ordentlich Schaden reingedrückt. Alle 3 Sekunden 3500 Schaden. Das ist jetzt nicht wenig. Ja. Aber sonst muss aus dem Gift rausgehen, was kommt. Mehr kann er ja nicht. Ich kann kein Gift spellen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber... Dafür haben wir ja das verbindende Heilen. Hauptsächlich Nahkämpfer dabei. Das heißt, wir können so heilen. So, so, so. 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 Machen wir mal Gebete. Besserung. Habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Damit kannst du die Gruppe halt ganz gut hochheilen. Oder eben mit Kreis der Heilung. Wobei Kreis der Heilung ein bisschen wenig heilt. Aber dafür instant halt ist. Und mit Gebeterbesserung hast du deine Cast-Time, aber dafür kriegst du ordentlich was. Schade. Stab auch noch nie droppen sehen hier. Leider die blöden Schuhe. Ach, guck mal, Rolle der Insilienz können wir übrigens gleich mal hier gehen da. Da ist mächtiger, gut, mein eigener Zauber aktiv. Hier haben wir noch eine Kiste. Da ist auch noch Zeug drin. Zorn-Elixier. Wir werden gleich wieder eine Kiste kriegen, weil wir hier Zeiler unterwegs sind. Rolle des Schutzes. Herzlichen Glückwunsch, wenn du im Sichtfeld wärst. Hier, herzlichen Glückwunsch. Rolle der Ausdauer. Gut, das schlägt ja unser eigener Zauber auch. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Rolle der Intelligenz ist ganz cool, weil jetzt haben wir beispielsweise Intelligenz-Buff von 32, die wir sonst nicht hätten, weil wir keine Magierin dabei haben. Halt. Das ist natürlich dann ganz nett. So. Terranimo! Und schnelle Instanz. Oh, mit Level-Up wird aber schwierig. 4%. Oh, werden wir nicht kriegen, glaube ich, oder? Ich glaube, ganz ehrlich, die eine, wir machen das in der Folge, kriegen wir noch das Level ab. Und wenn die Folge 15 Minuten geht, geht die Folge 15 Minuten. Dann scheiß drauf. Das Level ab kriegen wir noch hin. Das sind jetzt, ja, 7. Wenn wir Glück haben, 2%. 98% kriegen wir hin, 4% kriegen wir auch, glaube ich, nicht. Das sind jetzt noch 3 Gegner eigentlich. Gut, da kommt noch ein bisschen was, wenn wir gegen den Boss kämpfen. Aber viel wird es nicht mehr sein. Notfalls gehen wir zurück und machen irgendeine Quest. Wobei ich gerade, ihr habt es ja gesehen, keine Quests mehr habe. In dem Gebiet. Wir müssen jetzt dann in die Christi-Hügel als nächstes gehen. Worauf ich mich ja tatsächlich auch schon ein bisschen freue, weil ich glaube, das wird ganz spannend. Da war ich ja noch nicht zum Questen. Ich bin außer Reichweite. Na? Gut, die sind sehr heilungsintensiv, die machen krass Schaden, aber das... Ich bin ein bisschen überrascht gerade. Aber kein Toter. Schon länger keinen Toten mehr. So. Ja, eine Mini-Pull-Range, Gott sei Dank. Und hier, man setzt sie immer hier auf die Kante, weil hier dann dieser blöde Vorhang hochgeht oder diese Spinnennetze hochgehen. Und du dann außerhalb des Kampfes bist. Aber du kannst, glaube ich, dadurch heilen, haben wir festgestellt, irgendwann mal. Dass du durch diese Wower mittlerweile zumindest heilen kannst. So. Hey ho, let's go. Achso, unseren Geist haben wir übrigens auch noch. Dafür wollte ich mir noch ein Makro schreiben. Beziehungsweise, ich wollte es auf eine Taste legen, das habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich noch machen. Das müssen wir noch machen. So, jetzt ist die Wand hier hochgegangen. Eure Rüstung hilft nicht gegen meine Brüder. Stürzt euch auf ihr Fleisch. Arzt. Solange die noch da sind, haben wir keine Akku von denen, deswegen laufen die jetzt auch nicht zu mir, weil ich auch nicht heile. Solange ich nicht heile, kriege ich keine Akku. Solange ich nicht heilen muss, sehe ich auch nicht ein zu heilen. So, 2000, was sind wir denn? 97%, ja, wir kommen irgendwo bei 98% raus. Nicht? Telefon! Kann auch zurückrufen. Wahrscheinlich, ich weiß aber, wer anruft, gleich wird es nochmal klingeln. Das wird einfach ignoriert, wenn man wegdrückt. Nein. Wir lassen uns nicht hochschleudern. Wir sind ja nicht doof. Ja, 2800 Erfahrungspunkte. Leider kein Loot, aber
98%. Ja, Glück haben kommt bei 99%. Ja, wobei, wir schaffen das. Ja, einmal taucht er noch ab. Der Kampf dauert ja Jahre. Einmal wird er auch noch abtauchen, aber ich glaube, wenn wir Glück haben, 99%. Oh, schon viel Glück. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. So, jetzt müsste er eigentlich wieder hochkommen und dann taucht er aber nochmal ab und dann kommen wir nochmal Gegner. Ja, taucht auf jeden Fall nochmal ab. Hämmern schon wieder. Übrigens mega nervig. Kommt, meine Brüder, stürzt euch auf ihr Fleisch. So. Die Erneuerung macht übrigens bei jedem Tick Bedrohung. Das heißt, ich kriege jetzt automatisch, wenn Erneuerung tickt hier. Hab das ja gerade gesehen, wechselt das Ziel, weil ich die Bedrohung kriege, tatsächlich. Also bei Erneuerung musst du halt dann hier ein bisschen aufpassen. Wenn du die castest, musst du dir im Klaren sein, dass du dadurch Bedrohung bekommst. Ich glaube, bei Gebet der Besserung, zumindest wenn es getriggert wird und geheilt wird, müsste ich auch die Bedrohung kriegen. Gehe ich mal zumindest davon auf. Aber so. Können auch mal was schaffen hier. Ihm ist es eher außer Range da hinten. Er leidet alle 3 Sekunden 57 Schaden. Ja, danke für nix. Oh, wieder hämmern wahrscheinlich. So braucht man eh nicht. So, Gürtel ist drin. Falscher Gürtel, damit kann man nichts anfangen. Und wir sind bei 99%. Tatsächlich, das 1% haben wir noch gekriegt. 99%. Das heißt, mein Ruhestein ist jetzt... Ja, mein Ruhestein ist jetzt nicht ready. Aber wir können hier außen eine Quest annehmen und die schnell machen. Beziehungsweise wir kloppen einfach 3-4 Gegner schnell um. Ich möchte gerne Level 73 mit euch noch erreichen in der Folge. Ich hoffe, das ist okay. Eine weitere Instanz würde ich jetzt nicht aufnehmen wollen, weil ich muss jetzt erstmal checken, ob die Aufnahme funktioniert hat. Ihr wisst ja, neuer Rechner, allen drum und dran. Worüber labert der Typ da die ganze Zeit? Genau darüber. Aber Level 73 nehmen wir jetzt noch mit. So viel Zeit muss sein. Haben wir schon wieder gut Zeug abgestaubt. Hier unsere Kiste, die wir wieder bekommen haben. In der HC-Variante können übrigens Reittiere drin sein und Pets. In der Non-HC-Variante glaube ich nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich bin der Meinung, nur in diesen Abenteuerpaketen, die du da bekommst, wenn du Instanzen abschließt, das zählt nur für HC-Variante. Sonst sind nur Dränge und so weiter drin und in HC kann er dann noch... Ah, guck mal, ja, töte die. Töte sie! Ich brauche noch 5 Erfahrungspunkte. Leider zu wenig, glaube ich. Ich gebe nur 500 Erfahrungspunkte. Ach, guck mal, zwar noch looten. Cool wäre noch irgendwas, was mich schneller macht als Priester, aber leider nicht. Danke euch, Bibi. So, ich werde jetzt dann auch raus, auf jeden Fall. Danke, Bibi. So. Danke auch, danke auch, danke auch. Ja. Komm jetzt denn raus. Quest haben wir ja schon erledigt gehabt für Ankarhet. Achso, ich bin jetzt als Heiler hier noch eingeteilt, aber das müssen wir hinkriegen, oder? Das lädt immer noch auf. Ah, guck mal, der Krieger hilft mir nochmal. Als Heiler habe ich halt. Ich habe nicht mal was in der Leistung, das blöde Vieh zu killen. Wir müssen eh gleich umbauen. So, hier können wir aufsteigen. Und ja, 2-3 Gegner fehlen noch. Ich würde jetzt eine Quest hier annehmen. Ich würde tatsächlich auch in der Drachenöde können wir natürlich jetzt auch Quest mit Level 72, 73. Gleich Level 73, weil die Gegner haben unser Level. Das passt soweit alles. Und mit Level 73 können wir auch schon wieder in die nächsten Instanzen, was natürlich ganz cool ist. Braucht ihr etwas? So, wir nehmen hier einmal an. Das Licht segne euch. Ishnudaldie. 6 tollwürdige Grizzlies, das machen wir doch. So, wir wechseln wieder auf die Idee, weil als Heiler willst du echt nicht questen. Das ist mega nervig. Bisschen doof ist, dass wir jedes Mal unser komplettes Mana verlieren, aber ganz ehrlich, wir haben auch Mana-Geist und alles dann. Halt die Form wechseln. Jo. Und dann gucken wir mal, dass wir einen Grizzly finden. Da ist doch schon einer. Dann nehmen wir Schattengeist drauf. Die ersten Zauber werden ready. Das hier. Das hier. Das hier. Ah, es ist noch aktiv. Und jetzt haben wir eigentlich schon wieder genug Mana, dass wir auch zaubern können. Schattengeist hat ganz gut Akku. Ich meine, wir machen jetzt echt nicht so wenig Schaden. So, leider. Ja, also wenn mehrere Gegner zusammenstehen, ist das halt geil, weil wir kriegen nur Mana, wenn der Schattengeist auch etwas schlägt. Und wenn er halt nicht schlägt, sondern so wie
nur doof neben uns steht, kriegen wir halt keinen Mana zurück. Das ist ein bisschen doof. Aber. So. Hallöle. So, jetzt können wir zu unserer gewohnten Route auch wieder langsam übergehen. Und dann gucken wir mal. 3, 4 Tiere noch und danach haben wir's. Leiche eines verseuchten. Ach so, ich muss sie säubern, die Leichen. Was ist das hier? Ja. Verbrennen. Das heißt, bringt nichts, wenn ich die Viecher töte. Ich muss näher ran. Wie weit muss man denn da ran? Die sind verseucht. Ich würde mich eher ein bisschen davon ab. Ich würde ein bisschen Abstand nehmen. Wäre besser. Normalerweise. So, und den meisten Schaden machen wir halt auch klar durch unsere Buffs. So, den nehmen wir auch gleich mit. Und im Idealfall haben wir eben die 5 Stacks von Schattenwirken immer wieder auf uns. Aber unser Mana geht halt auch irgendwann aus. Und wir müssen ja nebenbei noch Leichenverbrennung spielen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und witzigerweise können wir durchs Feuer laufen und es juckt uns nicht mal. So, 17%. Haben zwar auch hier Mana-Rack mit drin, also jetzt gerade nicht am Laufen, aber wir haben natürlich auch ein bisschen was an Mana-Rack selber, was wir auch nutzen können. Aber ganz reichen tut das leider noch nicht. Nicht wahr? So, Krankheit können wir uns runternehmen, aber ganz ehrlich, was soll's? Wir haben genug eigene Heilleistung, um uns auch selber hochzuhalten. Also ihr seht sie hier, wir kriegen irgendwie mal 300 Schaden, heilen uns aber für 300 wieder ohne Probleme. Das heißt, wirklich tot zu kriegen durch einzelne Gegner sind wir zumindest nicht. Da müssen schon mal mehr kommen. Brauche Tiere. Man reiche mir mehr verseuchte Tiere. Ja. Okay, jetzt haben wir keinen Mana mehr. Bin aber auch zu geizig, den Mana-Trank zu nehmen, muss ich zugeben. Boah, wie viele brauchen wir denn noch? Langsam müsste aber doch gewesen sein. Was das? Okay. Man weiß es, ne? Hört es sich sehr furchterregend an. So, OM, immer noch kein Level Up. Yay. So, scheiß drauf. Jetzt sehen wir den Mana dran. Ich habe kein Problem hinzusetzen. Aber erst am Ende. Immer noch kein Level Up. Wir kriegen 2000 Erfahrungspunkte pro Gegner, wenn wir erkennen. Das ist gar nicht wenig. Das seht ihr mal, wie viele Erfahrungspunkte wir brauchen. Wir sind auch schon bei 100%, bis wir so ein Level-Up haben. Oder wie viele Gegner du dafür töten musst. Ich meine, wir haben so einen Mini-Balken gebraucht und haben den jetzt... Jetzt haben wir es. Level 73. Nice. So. Wir haben bekommen 302 Trefferpunkte, 170 Mana-Punkte, 1 Talentpunkte, 1 Beweglichkeit, 1 Ausdauer, 3 Intelligenz, 3 Willenskraft. Läuft bei uns, würde ich sagen. Läuft. So, und wir haben hier noch ein gefrorenes Kraut, oder? Ja, das können wir mittlerweile abbauen. Das nehmen wir natürlich mit. Da kann meines Wissens nach zufälliges Zeug rauskommen. Ich glaube, es ist ein bisschen random, was da rauskommt. Ja, Goldklee. Ja, ich hatte auch schon Tigerlinien und weiß was drin. Gut, Level Up haben wir. Wir haben schon wieder 3/4 fürs nächste Level voll in der Erholungsphase, was auch ganz cool ist. Ich bin für die Folge jetzt allerdings raus. 48 Minuten ist eine gute Folgelänge, denke ich mal. Level 73, ich werde mir jetzt da ein bisschen Zeug herstellen auf jeden Fall. Auch was wir gleich machen können, ist den hier anziehen. Der ist natürlich besser, wie den ich habe. Gerade mit Mana-Rack. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Gerne mal einen Kommentar für die neue Qualität da lassen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich hoffe, ich kann die Folge veröffentlichen, aber ich denke schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge bei, wo sind wir denn hier? WOTLK Priestin. Ciao.